Ja, für meinen ersten Trail, für meinen ersten Ultra wäre das grandios, wenn dieses 8-Stunden-Ziel in Erfüllung geht. Also, here we go. 1231 Uphill Höhenmeter haben wir schon. Ich muss sagen, ich liebe und hasse diese Passagen, weil ich dann mal einen Grund habe zu gehen. Aber irgendwie will man ja auch vorankommen. Ne? Es läuft aber gut. Ich bin zufrieden, es ist anstrengend. Aber mir geht's gut. So, Verlängerung Nummer 3 bedeutet 35,5 Kilometer. Da hinten. Jo, es gibt mal wieder Melone, also hat sich jetzt irgendwie so eingespielt. Kuchen, Melone und dazu eine Cola. Gemischt mit Wasser natürlich. Ja, ich bin ein bisschen kaputt, mein Fuß tut ein bisschen weh. Aber ich will jetzt nicht so viel Zeit hier verbringen und einfach gleich weiter, weil ich will es jetzt hinter mir haben. 37,5,3 Kilometer und wir haben ja noch 300 Höhenmeter vor uns. So langsam habe ich keinen Bock mehr auf Höhenmeter. Also Downhill okay, aber Uphill. Ja, aber nützt ja nichts. Da geht's weiter. 40 Kilometer. Yay! So, noch 2 Kilometer bis zum letzten Verpflegungspunkt. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich essen soll, weil ich null Hunger habe. Ja, das Angebot ist ja nun mal das gleiche. Es ist ein Riesenangebot, aber ich esse immer das gleiche. Aber egal, ich freue mich trotzdem, weil das ein kleines Streckenhighlight ist.